Jo, ich grüße dich, meine Homes, meine Abonnenten, meine Crew einfach. Ich komme wieder mal von Besetzers, vom Boxen. Bisschen Hintergrundboxen habe ich ja. Deswegen sage ich, Hazel, 10 Jahre lang Kampfsport gemacht, Respekt an dich. Und ich muss diese Folge aufnehmen von Hazel, back in the game und auf Beef-Modus aus. Wer ihn erkennt oder erkennen, Scheiße. Ich habe das im Kopf, ich habe mir kurz angeschaut. Ich muss das raufkicken. Leute, bis gleich. Bis gleich, meine Homes. Let's go. So, meine Freunde, ich war gerade beim Sport. Wie man sieht, hier Handtuch. Ja, und jetzt reagieren wir mal auf ein Video von dem Miami Gianni. Das ist eine spontane Reaktion. Ich habe das Video noch nicht angeguckt. Aber erst, weil ich vom Sport komme, muss ich erstmal was essen hier, bevor ich reagiere. Oh, lecker. Oh. Hier, guck. Oh, Oh, warte kurz. Oh. Sorry, Leute, der musste raus. Ja, warte hier. Matztag, du wirst von jeder Seite. Ja, Freunde, erstmal in die Kommentare schreibt hier rein, euer bester Freund. Ich werde hier reagieren auf dieses Video. Ja, ich werde einfach nichts sagen und das Video laufen lassen, so wie immer eigentlich. Also, ja, viel Spaß bei dem Video. Ihr Lieben, und wieder sind wir mit einem kleinen Beitrag hier bei YouTube heute öffentlich gegangen. Nein, öffentlich gegangen. Oh, der Beef eskaliert wieder. Leute, unglaublich. Also der Beef eskaliert. Das ist unglaublich. Ihr seht, hier habe ich auch gleich mein Thumbnail, wenn ich so mache. Wenn der Beef eskaliert. Aber Spaß beiseite, Freunde. Auf dieses Video. Kurzen Moment, ich muss mich kurz umziehen. Weil die Haare, ich kriege die immer in den Mund. Aber ernsthaft. Ja, ich finde das schon ganz schön, so viele Haare zu haben. Da bin ich schon ein bisschen neidisch. Jetzt ohne Witz. Also, ich hätte gerne noch so viel Haare. Naja, kann man nichts machen. Ich habe ja in meinem letzten Video schon mal angekündigt, dass ich irgendwie gar keine Lust mehr habe auf irgend so einen Fight in irgendeinem Studio irgendwo in Paris mit Dennis Jelan alias Juk44 TV. Ja, kann ich gut verstehen. Also, ich habe ja auch gesagt, schlaue Idee von ihm, dass er im Dezember das nicht macht, damit Genghis weniger Geld durch YouTube verdient. Und jetzt kämpfen ja Leon Mascher und dieser andere Typ stabil, irgendwas mit Steh irgendwie, keine Ahnung. Und das ist im Februar. Da denke ich mir, könnt ihr doch im Februar gut da auch kämpfen, wenn die anderen auch kämpfen. Mal gucken. Und das Ganze hat natürlich gute Gründe. Und für alle die, die noch nicht so wirklich wissen, worum es überhaupt geht. Das noch mal erklären. Für mich ist das hier keine Pro. Was hat er immer mit seiner Zunge da? Guck mal, achtet mal auf seine Zunge. Geschichte, so wie Sucuk das ja bei seinem letzten Beitrag behauptet hat. Und zwar geht es hier nicht darum, um meine zukünftige TV-Karriere zu pushen. Mit Sicherheit nicht bei YouTube und bei knapp 16.000 Abonnenten. Außerdem ist das Publikum mit Sicherheit hier bei YouTube nicht das, was ich nächstes Jahr durch die TV-Beiträge erreichen werde. Was soll das denn heißen hier?
Hallo? Ich werde auf jeden Fall dabei sein, wenn du im TV bist. Ne? Ja, unglaublich. Also, dass er mir sowas unterstellt, das finde ich nicht schön. Kann ich den Titel schreiben? Miami Johnny Dis Tazel oder so. Ja. Und Beef eskaliert. Ist der Content, den wir hier liefern bei YouTube, mit Sicherheit nicht das, was ich nächstes Jahr im Fernsehen machen werde. Deswegen würde ich mal sagen, ist Sucuk da definitiv auf dem falschen Dampfer. Sorry Leute, dass ich kurz unterbreche, aber mich würde gerne interessieren, bei welcher Soap wird der mitspielen? Was wird er spielen? Ein Türsteher? Einen Geldeintreiber? Was soll der Typ spielen? Jetzt ehrlich, ohne Spaß. Was soll der Typ spielen? Jetzt ehrlich. Kein Spaß jetzt. Meine erste Zigarette nach dem Training. Jawohl. Ah, tut gut. Okay, Leute. Weiter geht's mit dem Kampf, den wir seit einem Jahr hören. Und in Paris auch noch. Ja, es kommt einfach nach Wien. Gemma, ich gebe euch eine Halle zur Verfügung, das Jugendzentrum. Und im Jugendzentrum könnt ihr euch dann fetzen. Privat zahlen wir 150 Euro für die Halle für einen Tag. Ein paar Leute sind eingeladen, geht schon los, ab geht's. Kommt nach Wien, kommt nach Wien. Kommt. Mich hier irgendwelcher leistungssteigernden Substanzen, also die Einnahme leistungssteigernder Substanzen zu unterstellen, ist ein... Hast du genug Intus, ja, mein Freund? Willst du mir sagen, du hast keine Aufputschmittel in dir? Schau dich mal an, ja? Kriegst du überhaupt noch einen hoch? Kriegst du überhaupt noch einen Ständer, mein Freund? So viel Dreck, was du dir reinkaut hast, das hat sich keiner andere reinkaut, den ich kenne. Und ich kenne viele, die trainieren gehen, ja? Okay? Kein Problem, aber da muss er sich halt auch gefallen lassen, dass er, wenn er schon zugedröhnt vor dem Bildschirm sitzt oder zumindest den Anschein erweckt, dass es so ist und nur darum geht's, dann muss er sich auch gefallen lassen, dass... Ja, deswegen hat er nämlich immer die Sonnenbrille aufgehabt. Ich habe ein, zwei Videos von ihm gesehen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, worum es da ging. Irgendwas. Ich glaube auch um Miami Gianni, da hat er immer diese Sonnenbrille aufgehabt im Livestream, wo er reagiert hat auf das Video. Und offensichtlich war er da, ja, hatte, wollte er was verbergen. Wer trägt sonst drin eine Sonnenbrille? Und meine Meinung war gleich von Anfang an, der kifft ein bisschen. Hat man das noch erwähnt? Offensichtlich kennt er sich ja mit fettverbrennenden Substanzen wunderbar aus. Geklappt hat es wohl nie. Oi. Was soll ich sagen? Ja. Ey, komm, der junge Mann, du musst ihm auch Respekt zollen. Der hat zwei Diäten gemacht, er hatte sogar professionelle Hilfe und hat es nicht geschafft. Also immerhin hat er angefangen, ne? Immerhin. Ansonsten ist er ja auch... Ganz kurz zu der Sucuk-Wurst namens Cengiz 44. Wie er in die Türkei geflogen ist, hatte er 170 Kilogramm. 15 Kilogramm hat er geschafft runterzubringen und jeder, der was sich ein bisschen auskennt, weiß, dass es einfach nur Wasser war und mehr bringt er nicht runter, ja, schafft nicht mehr. Also ist er jetzt auf 155 Kilo, ne? Wenn ich richtig rechne, ja? 170 minus 15 sind 155, also noch immer ein stolzes Gewicht und der Typ hätte gegen Chani, Miami Chani, der Vormann, was auch immer die Leute den unterstellen. Das war seine Arbeit, mein Gott, na, ist halt von der anderen Seite, so sage ich mal. Hat sicher ein cooles Leben auch gehabt, ja. Alle, die auf Truck stehen, glaubt mal, der Typ hat
richtig gutes Drogen bekommen. Bei den Rocker, bei den Hells Angels und wo er überall Spionage betrieben hat. Keine Ahnung, Mann, Alter. Na gut, meine Kommentare. Hazel, du bist der King heute. In jeder anderen Hinsicht ein super Typ. Ja, er weiß ja immer alles besser und er hat ja die Glaskugel unterm Bett, in der er jeden Tag immer wieder neue Absichten seines Gegenübers zu erkennen weiß, zum Beispiel auch bei mir. Ja, Sucuk, das ist so, wie es ist. Du bist einer, der an Selbstüberschätzung leidet, an Minderwertigkeitskomplexen. Und in deiner Welt will ich dich auch belassen. Ich bin ja nicht ein Psychologe, der versucht, dich in irgendeiner Form wieder ins Leben zurückzuholen. Du bist mir relativ scheißegal. Und deswegen, ja. Ey, Mami, Johnny, was soll das denn jetzt? Ich habe da eine Zukunft gesehen in euch beiden. Ich dachte, das wird was. Holen wir hier Kai Pflaume, nur die Liebe zählt und dann ja, geht ihr da in seinen Karawan, da in seinen, hier, wie heißt das? Karawan. Ihr wisst schon, was ich meine. Werde ich da auch nichts weiter zu sagen zu deinen Problemchen, die du Wohnwagen. mit dir und deinem Charakter und und deiner Umwelt hast. So, jetzt gehen wir mal auf das Thema Paris oder zu dem Thema Paris. Ich habe ja ganz klar gesagt, ich komme auch zu dir nach Paris. Ich komme eigentlich überall hin, wo du das wünschst. Kommt nach Wien. Kommt nach Wien. Ihr seid hier herzlich willkommen. Kommt einfach nach Wien. Das ist für euch beide nicht weit. Österreich liegt gleich neben euch. Wir sind euer Nachbarland, falls ihr das nicht wisst. Was wollt ihr in Paris? Die zocken euch dort ab. Was wollt ihr in Passau? Was wollt ihr in Holland? Gekommen. Holland, die Falle da. Und. Also Sucuk hat schon mit jedem Trick alles probiert. Mehmedjani hat eigentlich ein Plus verdient, dass er das nicht eingegangen ist, weil er hätte in Holland, ich glaube, er wäre nicht mehr zurückkommen. Ja, Satudarah, ihr wisst Bescheid, Leute. Ja. Und ja. Aber ich werde es überprüfen. Und es hat sich leider Gottes mal wieder herausgestellt, aber das hast du ja in einer weisen Voraussicht schon wieder angekündigt. Es hat sich leider herausgestellt, dass du schon wieder ein ganz linker Vogel bist. Nein! Nein! Oh mein Gott! Ich bin immer noch in dem Mazdak-Film ein bisschen, ne? Merkt ihr? Nein, aber Sherlock Miami Johnny war wieder am Stick die Start, hat ein bisschen rumgeforscht. Bin gespannt, was er jetzt sagt. Stigli Start. Hazel ist am Start und bringt die richtigen Parts. Mit Miami Johnny und die Sucuk-Wurst sage ich nur eins, Mann. Der Kampf ist in der Luft. Es geht nichts weiter. Doch trotzdem, der Typ glaubt echt an eine Soap-Karriereleiter. Freestyle. Was auch immer. Heute recht durch. Von wegen Satudara gibt es nicht in Frankreich. So, Sujuk. Erst Holland, Peter Arns oder Arsen, jetzt Paris, Frankreich. In den Schwarzwald möchtest du nicht kommen. Zu Verstehe Bayern ich hast du dich nicht. nicht geäußert. Zum größten MMA-Studio in Österreich hast du dich nicht geäußert. Bei dem Vizepräsidenten des MMA-Verbands in Österreich und auch Schiedsrichter und auch kampferfahrener
Coach, da hast du dich auch nicht gemeldet. Ich wollte dir den Kontakt machen. Du bist anscheinend nicht in der Lage, irgendwo einen seriösen Kontakt aufzutun, ein Studio zu organisieren. Ich habe dir bis Januar, Februar Zeit gegeben, das ist richtig. Ja, kämpf doch dann einfach bei dem Event mit Leon Mascher. Da werde ich auch noch ein Video zu machen. Die Klicks nehme ich noch mit. Aber das bedeutet für dich noch lange nicht, dass du das Recht hast, das auszunutzen. Weil eigentlich waren wir im Dezember verabredet, wie du weißt. Und wie gesagt, bis jetzt ist heiße Luft passiert. Und es ist nichts gekommen von dir. Ja, Luftpumpe habe ich doch gesagt. Ich habe schon gegen die Luftpumpe gekämpft. Ich kann ja auch zu Hause gegen die Luftpumpe kämpfen und dann lade ich das bei YouTube hoch. Mal gucken, wer gewinnt. Gar nichts, du hast also so einen Scheiß organisiert. Du hast ja noch nicht mal die Möglichkeiten vorgetragen, wo man das machen könnte. Du haust immer irgendwas raus. Ja, und dann versuchst du das irgendwie zu organisieren. Aber machen tust du nichts. Und es geht auch immer irgendwie über irgendwelche. Das Einzige, was Sucuk macht, ist Computerspielen mit 14-Jährigen. Ja? Und das war's schon. Er ist und bleibt eine fette, unsympathische Wurst. Ja? Und jeder, der den abonniert hat, da frage ich euch echt, Leute, denkt ihr nach überhaupt, was ihr macht? Oder ist der so interessant, der Mensch, dass man da jetzt da den abonnieren muss und oh, bam, 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 bam. Erst, alter Leute, Alter, komm, öffnet euren Kopf, setzt doch keine, ich will jetzt nicht sagen, die Army von den langhaarigen 14- bis 16-Jährigen oder 12- bis 16-Jährigen Abonnenten, ja. Obwohl ich habe Mr. M. Matzdag auch verteidigt. Er ist lange im Game. Trotzdem stimmt da einiges nicht. Aber das habe ich euch schon beim letzten Video gesagt. So, und jetzt lasse ich es durchlaufen. Genug Reaction von mir. Lass mal einen Häsel reden. Ist ja auch seine Story. Komischen Kumpels und Kollegen, die irgendwie auch keiner kennt. Ja, das kommt auch noch dazu. Ah, mit der Beerdigung. Ja gut, es tut mir sehr leid, dass da jemand eine Beerdigung hat, aber da hast du auch schon wieder gelogen. Also, der, der das Studio bringt, hat, wie auch immer, der konnte sich jetzt nicht kümmern, weil der einen Todesfall hatte. Okay, respektiere ich. Du hast letztens irgendwie so einen ganz komischen Beitrag gebracht an irgendeiner Tankstelle, irgendwann nachts, da bist du auch wieder mit so einem ganz komischen Typen durch die Nacht gefahren. Wieder. Uiuiui, das habe ich verpasst, leider. Das hört sich ja sehr mysteriös an. Läuft da was? Jetzt, wo seine Freundin angeblich Schluss mit ihm gemacht hat. Mit so einem Abi. Was hast du da gebracht? Du hast ihn noch gefragt, ob er irgendwie die Möglichkeit hätte, irgendwie in Paris was zu organisieren. Und da meinte er so, ja, habe ich irgendwie vergessen und ist untergegangen. Ja, ja, aber der kriegt das irgendwie bis Ende Januar hin. Du lügst. Junge, du lügst. Du erzählst den ganzen Tag einfach nur Bullshit. Von vorne bis hinten. Und du schiebst es anderen in die Schuhe. Und deswegen sage ich dir jetzt von meiner Seite aus, ich werde gegen dich nicht mehr kämpfen. Nein. Weil das ist kein Kampf. Nein. Du wärst sowieso nie gewesen. Oh Mann. Ja, du hättest Dresche gekriegt und dann gut. Okay, das wissen wir alle, außer die zwei oder drei Fanboys in seinen Kommentaren, die denken, er hat wirklich eine Chance. Aber das ist jetzt die Chance für Semi 069. Der hat ja auch eine Ansage gemacht, dass er gegen Django Pengo kämpfen möchte. Das ist jetzt seine Chance, Semi. Hä? Los, auf geht's. Aber ich hätte das medial schon gerne irgendwie ausgeschlachtet.
So, ich hätte das ganze Ding gerne online gestellt. Ich hätte das gerne in einem Livestream gehabt. Das Du wäre bist ja geil. irgendwie nicht in der Lage. Du machst ja aus allem immer irgendwo so ein Hinterhofding. Du machst ja aus allem immer irgendwie so ein, weiß ich nicht, was wird das? Wird das hier so ein Scheißhaus-Event oder was? Du kümmerst dich nicht, du kümmerst dich um gar nichts. Du machst aus diesem Ganzen hier, machst du einfach nur ein Kasperletheater. Eine dreckige, kackbillige Nummer. Und da mache ich nicht mit. Entweder ziehst du das vernünftig auf und ziehst das vernünftig durch, oder du lässt es. Aber hier diese, wir treffen uns irgendwo hinten in der Garage Nummer. Das kannst du vergessen. Ja? Schon wieder so ein Angebot. Erst mit dem einen Typ da nachts an der Tankstelle und jetzt will er hinten in der Garage mit Miami Johnny sich treffen. Ey, bitte keine homophoben Kommentare, okay? Das wird sofort gelöscht. Vergiss es. Da wird eine richtige, vernünftige Hausgarde ausgemacht. Es wird ein anständiges Studio besorgt. Ja, mit einem bekannten Namen. Es ist ein Ringarzt dabei, weil den wirst du brauchen, Junge. Den wirst du brauchen. Schon allein wegen deinem. Da ist ein Ringarzt dabei, Junge, den wirst du brauchen. Und Cengiz, den wirst du brauchen. Du weißt nicht, mit wem du dich anlegst, glaub mir. Der Typ, er kommt zwar freundlich rüber, schimpft nicht viel, das, sehr smoother Typ. Aber wenn der mal auszuckt, möchte ich nicht in deiner Haut stecken, mein Freund. Angeblichen Herzfehler, den du hast. Ja, aber er sagt er wird nicht kämpfen und jetzt sagt er, ich kämpfe, wenn das und das dabei ist. Was denn jetzt? Bin ich der Einzige, der verwirrt ist oder ich verstehe das nicht? So, das muss organisiert werden und du hast nichts, gar nichts machst du. Ja, du setzt dich da mit deinen, weiß ich nicht was, Typen vor die Kamera, ja, die alle genauso wenig Niveau haben wie du und alle auch genauso wenig Erfahrung haben, genauso wenig Stil haben, kein Know-how haben, die haben alle gar nichts. Ja? Und du, mal jetzt mal unter uns, bist du irgendwie devot oder so? Kannst du mir mal ein bisschen was über deine sexuelle Ausrichtung erzählen? Holy moly, ich hab. Homo, ich hab's gewusst, dass es ein Homo ist. Aber jetzt frage ich euch, welcher Mann fickt den Typen in den A. Das sage ich jetzt lieber nicht. Ich habe eh schon zu viel gesagt. Ja, seine Frau hat sich getrennt, das ist wirklich so. Hazel, du hast dich gut erkundigt. Ist schon einige Zeit vorbei mit den beiden. Aber. Der Amerikaner im Auto. Homo. Homo. Hatte recht, Freunde. Anscheinend läuft da wirklich was. Kannst du uns mal erklären, was du beim Sex für Praktiken bevorzugst? Das will ich gar nicht wissen. Was ist das denn jetzt? Na ja, sag. Tut mir leid, dass ich schon wieder unterbrich. Aber wenn ich mir das kurz in den Kopf setze, ja, ganz kurz für 3 Sekunden, der liegt dort mit seiner fetten Wampen, findet sein eigenes Spatzi nicht, ja, und ja, oh mein Gott, ich will es mir gar nicht Das wirklich noch? Oh mein Gott. Du nennst irgendwie jeden Abi. Jeder ist bei dir Abi, 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 Abi. Was ist denn los? Machst du sonst immer so auf dicke Hose vor der Kamera und die YouTuber, deine ganzen Abonnenten und deinen ganzen Follower und alles, da machst du mal den Coolen, da bist du mal der Don Gallo. Ja, und deine ganzen drumherum, so deine ganzen, ich meine, es ist ja für uns alle zu erkennen, dass das alle Taugenichtse sind. Sonst würden sie auch mit dir nicht abhängen. Hat er recht, Wieso ja. nennst du die alle immer Abi? Genauso wie du versuchst, jetzt hier die muslimische Gemeinde auf deine Seite zu ziehen, von wegen,
der Sonder, der Nazi, der hat uns jetzt wieder als, keine Ahnung, der mag uns nicht, weil wir kein Schweinefleisch essen. Das hat er gesagt? Ich habe gesagt, ach nee, Sucuk, Eisbein isst du ja nicht. Wenn ich die muslimische Gemeinschaft gemeint hätte, dann hätte ich gesagt, ach, Eisbein esst ihr ja nicht. Aber der ist doch gar kein Muslim, der hier, Django. Schwein, der hat ein Tattoo von dem Schwert von, wie heißt der? Ali, dem Propheten, oder weiß nicht, was das ist, aber ein Tattoo ist doch haram, oder nicht? Ich verstehe das nicht. Außerdem fastet er ja offensichtlich nicht, deswegen. Hesel, du hast wieder mal recht. Sein 1% Tattoo, was er nicht verdient hat, ist haram. Du darfst dich als Moslem nicht tätowieren lassen, als richtiger Moslem. So wie du auf die Welt kommst, so will dich Gott sehen. Oder der Prophet Mohammed. Yes, ja. Weiter geht's. Haram! Wer fühlt sich da denn an?